bisschen anstrengend, ne? An der Stimme. Ach, der Arm. Oh, der ist im grünen Bereich. Den Arm habe ich noch gar nicht angemalt. Ja, so was ist denn im Bereich? Ist das dies? Was ist das? Was ist das für eine Farbe? Ich glaube, das ist das da. Und wünsche ich euch einen schönen Stream. Danke dir. Danke. Ja. Mach nicht mehr viel. Ja, ich bin ja eh mehr so der unwilde Mensch. Chillerin. Ja, Chillerin ist das falsche Wort, aber ich mag es ja gerne etwas ruhiger. Ja, wir würden uns als sehr gut verbinden. Also, ich finde das sehr gut, aber. Ja. Das ist, also sagen wir es mal so, ich gehe jetzt heute, habe ich keinen Bock mehr abzappeln zu gehen. Nee, heute nicht. Na dann, viel Spaß euch. Danke. So. Ich habe mir jetzt 20 extra Preacher organisiert vom Walle. Der bringt die mir mit und ja, dann frage ich mal die Leute immer, ob sie meine im Farbschema gleich bemalten Fire Warrior auch gut finden oder nicht. Ja. Raccoon Rumble, ne? Ja, ja, relativ bald. Kostet 170 Euro, ne? Ist auch nicht wenig. Ja. Ich meine, es war auch besser als jedes andere, also von der Fläche und so, ne? Genau, Freitagabend. Ne, ich finde es schon okay. Ich freue mich, wenn es Leute zahlen. Es sind drei Abendessen dabei. Also drei Essen dabei, ja. Ich hoffe, es wird angenommen. Aber das war ja letztes Jahr so gut, glaube ich, dass die Leute sagen werden: Ja, klar, bin sofort dabei. Das Essen war wirklich nicht dolle. Das war nicht lecker und hat ewig gedauert. Das ist keine gute Kombination. Ich habe mich dann sogar zu den veganen Nudeln bestellt. Weil sonst hätte ich es nicht mehr geschafft mit meinem nächsten Spiel. Und das ist halt scheiße. Muss man wirklich sagen. Ja, schauen wir mal. Ja, ich auch. Und abends immer dann Menü. Oder halt nicht Menü. Du weißt, was ich meine, ja. Ich auch, weil ich glaube, abends immer dann entspannt ist, dann kann man ein bisschen reinhauen. Da habe ich schon. So ist es. Ich weiß nicht, ob sie gute Spieler sind, aber die Listen von denen sind sackhart. Finde ich. Also richtig, richtig sackhart. Ja. Trajan macht da Rappa-Zappa, ey. Das stimmt. Ich geh mal kurz auf Toilette und dann mach mal los. Thank you.
Ach, da bin ich. Ich war gestern mit Müller-Chris in Dune. Ja. War ziemlich geil, der Film. Also kann man wirklich nichts sagen. Richtig guter Film. Ja. Ja. Ewig nicht mehr im Kino. Ich habe gestern gewitzelt und gesagt, ich glaube, ich war Avengers Endgame war mein letztes. Ja. Ja. Ja, verstehe ich total, verstehe ich total. Mit Dave Bautista. Ich weiß nicht, was wir damit tun. So. Ich würde sagen, dann starten wir mal den Stream. Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Es freut mich. Ja, zum wieder Mittwochs-Mal-Stream. Guten Abend, Mike. Schön von dir zu lesen. Mario, schön, dass du da bist. Ja, ja, heute wird wieder gemalt. Ich mache meine Tau hier noch zu Ende für Leoben. Kann man heute ein bisschen drüber quatschen. Und ich freue mich, Ray, dass du wieder mit am Start bist. Hallihallo. Hallo, guten Abend. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ray, dir auch? Mir geht's gut, ja. Mir geht's gut. Jetzt wird einfach arbeiten vor dem Urlaub. Ja. Ich fieber drauf hin. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Dann, ja, wünsche ich einen sehr schönen Urlaub. Wir haben Großes vor. Guten Abend, Marcel. Schön, dass du da bist. Ja. Was steht denn auf deinem Maltisch, Ray? Und die gleiche Frage, die immer auch an euch aus dem Chat raus. Was steht auf dem Maltisch? Bei mir stehen 5 Dothraki Guards und 5 Wardens am Maltisch. Ja. Ich weiß nicht, also ich bin da ein bisschen eigen, muss ich dazu sagen, weil ich habe die Liste ein bisschen umgebaut nach dem Regensburger Turnier letztes Mal. Danke, Mario. Ja. Ray, ab jetzt bist du auch zu hören. Ah, okay. Was hast du vor dir stehen? Danke, Mario. Abend, hallo, nochmal. ich habe die Liste ein bisschen umgeworfen, die Custodes-Liste. Mhm. Vom Regensburger Turnier ein bisschen. Ja. Und hatte halt ein paar Modelle zu wenig. Und Kieran hat mir angeboten, eben welche mir zu geben. Ja. Aber ich hab dann lieber alles immer selber halt hier bei mir an, weißt du, ein bisschen auf andere immer verlassen ist halt immer. Ja gut, aber der fährt ja mit uns hoch, das hätte man schon. Ja, natürlich, 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 aber ich möchte halt dann schon, dass das dann wenigstens alles mein inneres Auge findet halt das dann schöner, wenn alles einheitlich bemalt ist. Ja. Ich spring eh schon über meinen Schatten mit Kim Possible. Ja. Aber du kriegst gerade einfach keine Kalidos, ne? Nee, also ich habe tatsächlich bei dem einen, eine Kalidos war jetzt letzte Woche bei eBay drinnen. Und ich kenne den, der wurde verkauft tatsächlich. Mhm. Und dann sagt er, ja, er hätte ein, also ihr hätte jemand angeboten, wenn die irgendwie für 60 Euro nimmt das dann weg. Er hätte mir es dann für 5 Euro irgendwie billiger irgendwie angeboten oder was. Irgendwie hätten wir es dann geeinigt oder was. Ja. Aber 55 Euro für ein Modell. Ja. Und am Ende ist die dann, glaube ich, für 42 Euro dann weggegangen oder was.
Ja, ist gerade schon verrückt, ja. Braucht halt jeder und sie gibt es halt bei Games Workshop nicht zu kaufen. Ja, Ja. das stimmt. Ja, oder jeder imperiale Spieler braucht sie. Ich mache, wie gesagt, meine, das sind Fire Warriors. Mache ich mal weiter, mache ich mal fertig, meine Tau. Ich habe da auch noch jetzt auf dem Maltisch irgendwo, ja, oder was irgendwann mal zu malen ist. Seit neuestem auch Breitseiten, Broadsides mit Raketen, die richtig, richtig gut sind, die man jetzt wahrscheinlich spielen wird mit Mon-K. Kommt nicht darauf an, was das Punktekosten sein wird. Die bemale ich dann aber heute Abend nicht, aber in nächster Zeit stehen die bei mir zum Bemalen an. Und ja, ich halte gleich noch was in die Kamera, denn ja, die Woche wurde schon gebastelt und ein bisschen bemalt. Geile, geile Bases habe ich jetzt hab ich mit Fabian gebaut, mit Fabian aus dem Games Workshop Laden. Und ja, die sind gerade in der Rohfassung. Wieso? Muss ich das ganz kurz mal hier, zack. Ich hoffe, man hört mich immer noch gut. Ich höre dich noch sehr gut. Du hörst mich noch sehr gut und ich hoffe, das trifft auf euch auch zu. Ja, ist roh bemalt sozusagen. Die erste Base, wo ein Käfer draufkommt, der hat die Beine links und rechts. Das heißt, er ist ordentlich schön hochgebockt. Kommt ein Käfer drauf. Und der zweite Käfer, der ist auch gerade in der. Ja, die Rohbase wurde gebaut, gebastelt diese Woche. Und was ist jetzt denn los? Let's view, was da los? Genau, man sieht es, glaube ich, ein bisschen hier so. Auch eine schöne große Base für den Käfer gebastelt. Da kommt dann sogar noch ein ganz kleines Diorama, eine Leiter drauf, dass man da von da drüber laufen kann. Der Riesenkäfer braucht die natürlich nicht. Aber das habe ich in letzter Zeit gebastelt. Und ja, schön basteln, Bases bauen, malen, überlegen, was man im neuen Tau-Kodex spielen kann, wenn er rauskommt. Und jo, einfach Spaß haben im Hobby. Und ja, bist schon heiß auf Leoben, Ray. Noch nicht so, aber das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann kommen. Ja, ich Es liebe. ist jetzt noch ein bisschen, also wir fahren ja nächsten Mittwoch rauf. Genau. Ist noch alles ein bisschen in der Ferne, aber ich will mal sagen, wenn wir dann soweit ist und wir rauffahren, dann kommt die Vorfreude dann auf jeden Fall. Heute haben wir schon. Weil ich heim, von Arbeit heimgefahren bin, haben wir schon ein bisschen dran gedacht. Haben wir gedacht, ach, ich freue mich schon wieder, ein paar von diesen Poppenheimern sonst zu sehen. Genau, ja, da freue ich mich auch drauf. Die Ich üblichen habe Gesichter gelesen, zu beim sehen. Singles-Turnier ist der Major dabei. Ja. Habe ich gelesen, ja. Und ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ich freue mich auch. Wir haben jetzt gestern unser erstes Team zugelost bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr die im Chat kennt. Team Snake Eyes. Ich glaube aus Tschechien oder aus Polen. Ich will eher sagen Polen. Habt ihr schon mal was von denen gehört? Die Listen, die spielen, sind Echt, aber ich dachte, das wären deutsche Namen. Snake Eyes? Nein. Ja, ist doch. Schau mal die Spielernamen an. Ich glaube nicht, dass sie Ja, deutsch sind. ich schaue, einer Sekunde. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Deutsche waren. Die Listen, die die mitgebracht haben, sind auf jeden Fall sackhart. Genau, da müssen wir mal gucken. So wie Ja, wir. Jesse, einen wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass du da bist. Ja, Tau OP, auf jeden Fall Tau brutal OP. Lilly. Bemalen wir Breitseiten mit Raketen, würde ich sagen, oder? Ja gut, ein Dominik spielt mit. Ja, aber schau mal auf die Nachnamen. Ein Matthias Battisti Jobstmann. Ja. Ein Christian. Ein Pau. Pau. EU. Pau. Pau.
Und ein Julian Domeier. Also das sind wirklich sehr polnische Namen. Echt? Sind es Deutsche? Also, ich weiß es nicht. Na gut. Also. Kann auch sein, auch. Kann nur auch sein. Guten Abend, Christian. Guten Abend. Also der Julian Domeier ist jetzt nicht recht polnisch an. Na gut, vielleicht können wir Deutsch. Ja, irgendwie hatte ich das im Kopf. Naja, gut, dann könnte auch Deutsche sein. Das, das finde ich schön, dann können wir Deutsch reden. Das finde ich eh viel angenehmer. Ja. Aber ich kenne keinen der Spieler. Vielleicht sind es aber auch Österreicher. Da habe ich ja gar keine Lust drauf, hier ist ja. Nein, gar keinen Bock drauf hier. keine Ahnung, was die, wie die Spieler sind. Ich weiß nicht, ob ihr Team Snake Eyes vielleicht kennt, aber die Listen bockelhart. Bockelhart. Ja, genau. Jetzt wird intern schon gerne. Fast so hart wie unsere Listen. Ja, oder findest du unsere Listen schlecht? Also meine Liste ist ganz okay. Okay. Ja, meine finde ich auch okay. Dann haben wir schon mal zwei gute Listen. Nein, habt ihr schon mal T3 befragt? Nee, das müssten wir vielleicht mal machen, ja. Ich muss dich mal gucken. Ich gucke. Ja, guck mal nach Team Snake Eyes, Ray. Vielleicht gibt's die. Ach, da. Das steht nicht auf T3, glaube ich, oder? Das ist Teamturnier. Dann guck doch mal, ob es ein Team Snake Eyes Spieler beim German Super Major gibt. Da kommen so viele Leute. Wir haben heute gestern offiziell die 350 Anmeldungen geknackt. Ultra, ultra geil. Hat mich richtig gefreut. Wir haben jetzt also, ja, 350 Anmeldungen fürs Turnier. Jetzt schon. Ich bin hyped, ich bin leicht ängstlich. Ja, ich finde es schon viel. Wir haben natürlich mit bis 550 eingeplant, aber wenn solche Sachen dann Realität werden, ist natürlich schon immer irgendwie was anderes. Ja, klar. Also am Singles-Turnier spielt keiner mit, habe ich gesehen. Ja. Haben die eh keine Chance, nicht. Wir sind dann so eingespielt. Wir haben dann ja schon 5-6 Spiele jeder gewonnen. So. Nach dem Singles. Natürlich. Macht das Sinn. Danke, Matthias. Der Bayern-Major, was macht der? Der ist gerade ein bisschen im Hintergrund aufgrund des Deutschland-Majors, auf German Super-Majors, weil es da ein paar doch richtig viel zu organisieren gibt, aber vielleicht kriegt man das noch hin dieses Jahr. Ich möchte den Ganzen nicht absagen, das wäre natürlich viel zu schade. Du kommst jetzt jede Woche, um zu fragen, oder? Ja. Ja. Ach, das kriegen wir schon gewuppt. Das kriegt man alles gewuppt. Das kriegt man alles gewuppt. Bin ich auch dabei. Sebastian, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, was gibt's sonst Neues aus der Warhammer-Welt? Tau haben Adepticon gewonnen. Also okay. Sind Tau anscheinend doch gar nicht so schlecht, wie ihr immer sagt. Vor allem, wie ihr immer alles sagt. Ich sag immer, die sind total schwach. Und ihr sagt dann immer, ich sag immer, nee, die sind richtig gut. Naja. Na. Und das sozusagen noch, sagen auch noch vor dem neuen Codex, mit dem alten Codex, Tower am Adepticon gewonnen. Sehr, sehr cool. Hat mich gefreut. Auch diese Liste,
Ja, wieder super, super, super spezielle Liste irgendwie, oder was heißt, aber auch eine Liste, die man, na gut, es waren sehr viele Krisis, komplett anders als ich sie spiele, super spannend, also das ist das Potenzial oder das Repertoire von Tau ist gerade einfach gigantisch. Ja, Matthias, irgendwann fährst du mal direkt in die Oberpfalz zum Fragen. Kannst du auf ein Turnier von uns vorbeikommen? Wann ist unser nächstes Turnier? Ich glaube am 14.04. 13.04. müsste es sein. 13.04. Kommst du nach Regensburg? Aber schnell sein, die Plätze werden. Wir sind jetzt schon bei über 20 Anmeldungen. Ja, geil. Ja, geil. Ich bin ja leider nicht dabei. Okay, dann muss ich die Nummer rausnehmen. Okay, ja. Ich bin leider nicht dabei. Genau. Aber kann ja auch nicht immer. Guten Abend, Mana. Schön, dass du am Start bist. E-Haube ist mit Admech auf dem 5. Platz im Firebug gelandet. Sagt das jetzt was über Admech aus oder über E-Haube? E-Haube ist ein super Spieler. Der hat einfach sehr, sehr viel Erfahrung. Aber Admech ist auch nicht schlecht. Wo ist denn der Battle Ready Painter, wenn man mal braucht? Ja, genau, wo ist er? Admech ist nicht schlecht. Es ist nur nicht so einfach, so vertraut zu spielen, wie es viele Sachen in Warhammer sind. Es ist ganz viel Obsec auf Marker schieben und Obsec wegmachen Obsec wegmachen. Also, dass der E-Habe ein sehr, sehr, sehr guter Spieler ist, das ist einmal. Ist einmal klar. Ja. Und ich glaube, was auf so einem Turnier passiert, das gehört alles auch mit dazu. Also die Gegner. Ich will nicht sagen, dass man halt, man kann Glück haben, man kann auch Pech haben. Ja, also, ich habe zum Beispiel da das vorletzte Turnier in Hof, als ich meine Kursoris gespielt habe, bin ich halt gegen zwei Beschussarmeen gerannt. Einmal gegen Tau und dann einmal gegen Astra. Da macht es halt mit Custodes halt nicht gar so viel Spaß. Also weißt du, wenn du halt nichts machen kannst, außer auf den Markern zu stehen und du halt dann einfach nur runtergeschossen wirst. Ja, da kommt natürlich auch Pairing. Ja. Ja, E-Haube kann auf jeden Fall, genau, ist ein sehr angenehmer Mitspieler, genau. Ja. Ja, aber Pairing gehört natürlich auch immer hardcore dazu, was da rauskommt. Und genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber nein, Admech sind nicht schlecht. Schmeißt eure Admech nicht weg. Auf keinen Fall. Aber habe ich einen Podcast? Ja, die werden auf jeden Fall sicherlich irgendwelche bei der nächsten Balance Data Slate werden die auf jeden Fall sicherlich irgendwelche was bekommen, weil die sind ja, glaube ich, prozentual irgendwo ganz unten irgendwo. Ja. Aber auch mit Canis Rex, was ein sehr, sehr geiles Modell ist. Auch irgendwie einer mit meiner Lieblingscharaktere. Auf jeden Fall vom Spielgefühl ist im Imperium. Und cool, dass der jetzt da seinen Platz gerade gefunden hat und einfach auch was taugt. Ja. Nee, Matthias, ja, haben wir auch nicht so verstanden. Also war nicht so empfunden. Dass du irgendwas gegen E-Habe Schlechtes gemeint hättest oder wie auch immer. Nee. Es braucht auch, zu jeder Armee braucht es auch immer einen Spieler. Natürlich. Das ist immer wichtig. Außer vielleicht bei Eldar. Naja. So einfach, nein. Weil wenn Eldar immer noch so einfach wäre, nein, dann würden sie ja nein. immer noch die Turniere gewinnen. Ich habe gerade einen. Ich muss gar nicht, ich muss. Jetzt warte mal. Müssen wir mal die Elderliste anschauen von unseren Gegnern. Jemand bei euch auch vielleicht gerade reingeguckt hat. Bei Art of War war gerade ein Live-Spiel Richard Sigler mit Tau gegen Eldar. Und ja, der hat die ordentlich von der. Also ich fand die Elderliste jetzt auch nicht optimal, aber die wurden ordentlich von der Platte gerödelt.
Ja, fast als ob Richard Ziegler Tau spielen könnte. Ja, genau. Na, ich freue mich. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin auch noch nicht so richtig in Stimmung für Lioben. Ich habe irgendwie jetzt von der Entfernung, es wirkt mir gerade irgendwie ultra viel. 4 Tage Warhammer, muss ich gerade sagen. Muss ich irgendwie sagen. Das fällt dir jetzt aber früh auf, Jetzt Fabi. fällt mir irgendwie auf, das war schon viel, ne? Ja. Aber ich als Captain Wirbelbau wird immer, ja, Ray, du musst da schon mitfahren oder hin und her, da wird gar keine Diskussion. Ich so, hallo? Das ist zwar sehr viel, ach, das schaffen wir schon und so. Natürlich schaffen wir das. Ja. Nein. Ich habe Bock drauf, aber ich bin gerade noch so. Oh, das ist aber echt. Ich glaube, ich bin danach voll fertig. Ja, Gott sei Dank habe ich die Woche danach nur Urlaub. Ich habe Montag Urlaub. Ja. Aber ja. 4 Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Warhammer. Das muss man sich schon geben wollen. Oh. Wollen, ja. Ja. Vor allem wollen. Jetzt schauen wir mal. Wir machen das jetzt mal und wenn es geil ist, dann machen wir das wieder. Und wenn nicht, dann haben wir halt dazugelernt, dass uns 4 Tage doch zu viel sind. Ja. Dann fahren wir halt nur noch nach Nürnberg. genau. Fährst du eigentlich auf Snurgelmania? Fährt von euch jemand auf Nein, Snurgelmania? also ich nicht. Du nicht. Das ist, glaube ich, irgendwann Ende April, oder? Warte. Ich bin eh noch bei T3 drin und fahre ich nur noch. Ja, ich Ich hab, ich glaube, hab. Ende, ich dachte, Ende April hat irgendeiner was zu mir gesagt. April, okay. Also ich habe schon ein Ticket. 27.04. ist das. Ich hoffe mal, dass der neue Tau-Kodex aber auch ist. Also, ich bin ganz ehrlich. Jetzt mit den 4 Tagen hier Leoben. Das reicht dann fürs Jahr. Plus, ich muss dann danach, also am 13., das ist genau die Woche danach, Ja. das Regensburger Turnier leiten. Ja. Weiß ich nicht, ob ich da so Bock und Lust habe und so. Du hast ein Ticket. Am 27.04. wäre auch noch Games Island Champions of Sigmar. Nee, ich spiele Nürnberg, Nörgelmania. Ich freue mich richtig drauf. Am 21.04. wäre Hof. Können wir. Ich muss echt mal hier. Kann man noch Tickets kaufen für Nörgelmania? Oh, warte. Ob man die Weil. noch kaufen kann. Ja, oder ob es halt noch Plätze frei sind. Warte, warte, warte. Das meinte ich, sorry. Falsch formuliert. Nein, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab dich schon richtig verstanden. Ja. Nein. Nein. Schon 90, 40 Vorgemerkte. Uiuiuiui, sind da noch mehr aus Regensburg? Warte. Ich habe auch keinen Bock allein aus Regensburg. Du? Ja? Du? Ja? Du? Oh. Du! Okay. Einige aus München, aus Nürnberg sind einige, Augsburg. Ja. Nee, du bist da tatsächlich der Einzige. Ach schon. Ach schon, ach schon, ach schon. Ach, ab Tag 3 ist man im Modus, dann ist der Flow richtig geil. Zumindest war's bei Singles immer so. Tag 3 ist auch halb so, Tag 4 ist auch halb so wild. Keine Ahnung, wie es bei Teamspielen ist. Ja, Jesse, bist du auch in Leoben? Ja, Matthias und ich könnte auch einfach erstmal schön 7 Tage Ballett-Bootcamp einplanen davor. Dann freue ich mich richtig auf Warhammer. Ja, dann auf jeden Fall. Da freue ich mich auch sehr. Wenn ich dann wieder 7 Tage, wenn ich so viel Sport machen muss, dann freue ich mich auf alles, außer auf Sport. Ach, jetzt hier. Ja. Ja, freilich bin ich da. Ja, schön. Dann sehen wir uns ja. Cool. Du bist wahrscheinlich mit so einem Tryhard-Team da, Reihard die auch da Mittwochmorgen. sind, um mal zu gewinnen. Mal gucken. Weil Ja. unser Teamname beinhaltet auch gleich da das, wo wir am meisten vorzufinden sind.
An der Bar. Am Würfel. An der Bar. Ja. Ja, genau. Halt, stopp, wir sind das stärkste Team aus Regensburg. Ja, klar. Ja. Und wir haben heute ein neues Teammitglied gewonnen. Voltaren und Ibus einpacken. Achso. Genau. Genau. Ja, wahrscheinlich schon. Unser lieber Tobi hat auch im Hotel ein Bierzimmer genommen. Ja. Das ist ein rustikal eingerichtetes Hotelzimmer. Unterscheidet sich, wie gesagt, von der Einrichtung und darin, dass da eine eigene Zapfanlage drin ist. Und das erste Fassal, die ersten 30 Liter, die sind aufs Zimmer. Also man zahlt sozusagen, man hat sich schon mitgezahlt mit dem Zimmer. Ja, Tobis Frau war davon begeistert. Wir auch. Genau. Vor allen Dingen war er begeistert, als er Max gefragt hat. Also dann abends dann bei mir immer noch so ein Absacker. Ja. Und er so, ja, er trinkt kein Bier. Tobi ist aus allen Wolken gefallen. Das hat er mal erzählt, wie wir am letztes Mal von Regensburg heimgefahren sind. Ja, ach so, okay, er trinkt kein Bier. er trinkt bloß Whisky und keine Ahnung. Na gut. Irgendwas anderes noch. Ja, also bei uns heißt's ne? Ich finde, sowas sollte in jedem Hotel angeboten werden, so eine Bierbar. Was ein Premium-Hotel. Ja, das ist ein richtiges Premium-Hotel. Es ist rustikal, es ist Österreich. Ja, so ist es, so ist es, so ist es. Mai, werden die schön battle-ready. Die sind richtig. Was musst du denn eigentlich noch bemalen? Warum habe ich jetzt das Gold weggemacht? Ich muss eigentlich gar nichts mehr bemalen. Ich muss noch die Bases hier machen. Der Walle bringt mir auch noch Preacher mit, falls die Leute sagen. Die haben aber andere Waffen. Dann sage ich ja. Am Bett wäre natürlich geil, wenn der Zapfhahn am Bett wäre. Das ist wie damals die eine, ich weiß nicht, ich habe früher, als ich noch in die Lehre gegangen bin, ziemlich viel Simpsons angeschaut. Ja. Und dann ist es ungefähr so, wie der Barney Gumble da irgendwie so bei die so ein Bier irgendwie so ein Laster Bier gewonnen hat und er einfach so schließt das Bier an den Venen an. Bei den Venen an. Ja, also ihr seht, wir haben eigentlich bei der Teamauslosung Game 1 auf Team Germany gehofft. Ja, wir wollten den ja einfach mal richtig so in die Parade. Alle reinfangen, genau, dass wir die einfach mal so ein bisschen schön auf den Boden der einmal Tatsachen. Einmal mal zeigen, wer eigentlich wirklich Deutschland bei der WTC vertreten sollte. Wir riskieren jetzt da die übelste dicke Lippe. Wir hätten so hart verloren. Ja, wir werden so in den Arsch gepimpert. Ja, aber gut. Da würde nicht mal die Voltaren-Creme helfen. Da würde nicht mal die Voltaren-Creme helfen, da gebe ich dir recht. Keine Ahnung, wen wir da haben, aber die Listen sind stark. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also nur für die Leute, die es vielleicht interessiert. Wir sind also 5 für Team Würfelbar, wer es vielleicht noch nicht so mitbekommen hat. Mhm. Wir sind am Teamturnier in Leoben in Österreich. Das ist ungefähr von uns aus so 350 Kilometer, ja. Schon im Dreh, hätte ich jetzt gesagt. Und wir sind da dabei, Fabi und ich, Tobi, der Orgspieler, der auch schon mal im Stream dabei war. Genau. Und dann haben wir noch Max, einen guten, sehr guten Astra-Spieler und unser Küken im Team ist der Kiran mit Blood Angels. Genau. Fabi spielt Tau, ich spiele Custodes. Ja. Und wir spielen im ersten, das wurde am Dienstag, glaube ich, ausgelost, die erste Runde. Ja. Gestern. Und sind dann gegen Team Snake Eyes, soweit ich es gesehen habe, gekommen. Und die spielen Eldari, Custodes, Deathguard,
Necrons und Ella. Astra. Astra, genau, ja. Ja. Marcel, das Kalidos-Problem wurde gelöst durch Fabian. Ich nehme seine. Der hat nämlich eine Kalidos. Der hat nämlich eine Kalidos. Und die bringt er einfach mit. Genau. Wie gesagt, also ich habe keinen Bock da mehr wie. Also für ein Modell, das bei GW wahrscheinlich schon für 30 Euro verkauft, da hier 60 Euro zu bezahlen. Also also das war eben nur ein Bekannter. Und als er mir das dann noch gesagt hat, habe ich echt kurzzeitig überlegt, ob ich vom Glauben abfall und die Liste ende. Soll ich euch was mitgeben? Was hilft? Lokales Narkose ist vielleicht angebracht. Ah, da ist der Battle Ready Painter. Wer spielt Dark Angels? Das ist eine sehr gute Frage, Matthias. Fabi. Ich wer spielt Dark Angels bei uns? Bei uns. Wir haben keine Bewertung. Wir haben keine Chaos Space Marines bei uns. Die wurden genervt, die Chaos Space Marines, ja. Spielt man nicht mehr. Mich kann man nicht mehr aus der Deckung holen mit sowas. Der Race ist mittlerweile so entspannt. Ich bin entspannt. Ich habe in der 10. Edition 2 Spiele, glaube ich, gegen Dark Angels gemacht. Ja. Ich habe beide gewonnen. Ich habe beide von der Platte geümmelt. Echt? Ich glaube zweimal in den Ring. Ich habe einmal in Hof habe ich gegen Dark Angels gespielt, habe ich gewonnen. Und einmal in Regensburg habe ich auch gegen Dark Angels gewonnen. Ich habe gehört, dass wir mal ein Teamturnier veranstalten wollen. Mario ist da mega motiviert. Auch wenn er kein Team hat. Ja, es ist sogar eine Überlegung. Kein Team. Okay. Aber, ein Team aus Regensburg und keine Dark Angels. Was hat denn das damit zu tun? Also ich kenne. Jetzt warte mal, wir haben schon ein paar Dark Angels-Spieler hier. Ja, ich überlege gerade, ich kenne 3 Dark Angels-Spieler aus Regensburg auf jeden Fall. Du, ich zähle dich mal mit dazu, bei uns 4. Ach komm. Ich hab. Naja, du hast Dark Angels gespielt, also bist du befleckt und. Ich bin befleckt, na gut, ja. Gehörst zu der Sippe. Na gut, ja. Also 4 kenne ich auf jeden Fall aus Regensburg. Ja. Ja. Ja, drum wohne ich ja nicht in Regensburg, also. Könnte ich nicht ertragen. Nee, es wird über so ein bisschen in Überlegung, habe ich auch schon mit Müller Chris drüber geredet. Haben wir so ein bisschen rumüberlegt. Aber es steht noch nicht fest. Aber ich glaube, wenn, dann wäre das ein 3-Mann-Team-Turnier. Ja, wahrscheinlich. Also, ich denke mal, 5 Mann, dann würden wir 8 Teams unterkriegen bei uns in Regensburg, weil wir würden jetzt da nicht irgendwie. Haben wir nicht genügend Platz. B, haben wir genau den Platz ausgerechnet für unsere 40 Tische, für unsere 40 Platten, die wir haben. Aber Ray, dann gäbe es genau einen ungeschlagen. Das wollen doch immer alle auf Turnieren haben. Ja, es wollen ja alle auf Turnieren haben, dass sie 6 Spiele spielen. Ja, hätten wir mit 3 Spielen einen ungeschlagenen. Mhm. 3 Mann wäre schon eher machbar. Ja, 3 Mann ist wirklich machbar. Liebe, ja, Teamturniere. Eine Liste mit 205 Dark Reapern. Ja. Ja, da gibt's halt andere Listen. Das macht schon mal Spaß. Das ist schon mal cool. Dark Reaper, jetzt verstehe ich das erst. Wer spielt denn jetzt Dark Reaper? Ich muss mal ganz kurz gucken, wie meine Tau eigentlich bemalt sind. Nur für dich, Mario, ich habe deine Nachricht gesehen auf Discord, aber ich kann jetzt gerade nicht dir zurückschreiben, weil ich Figuren auf der Tastatur habe. Ich schreibe dann später zurück. Nee, ich. Ach. Ich hätte schon. Ich brauche meine Blau. Immer noch. Verdammt. Bin gleich wieder da, Jungs.
wenn ich allein unterhalte hier. Kann ja mal, solange Fabi weg ist, vielleicht sieht man es ja. Was los? Wie sich herausstellt, findet man nicht alle seine Farben sofort, wenn man sie einfach in einen großen Sack schmeißt. So ist momentan der Stand der Dinge, wie meine Warden ausschauen. Ja. Hier sieht man das. Also ja. Eigentlich die Figur ist soweit fertig, bis auf den Bär und auf den Mantel hier unten. Und so sehen momentan die anderen, die Custodian Guards aus. Ist eigentlich alles soweit fertig, bis auf die Diamanten. Ah, da schaltet immer nie gescheit scharf, leider, ja. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich mach dann sowieso noch Foto für Discord später. Ja, super. Das macht ihr bitte auch alle hier schön. Ah, hier. Jetzt machen wir mal richtig. Lasst mir bitte ein Like da und follow den Channel. Und was ihr heute macht, haut da mal ein Foto in Discord und dann gucken wir uns das nachher noch schön gemeinsam an. Darauf habe ich richtig Bock. Das macht schön, was hier immer entsteht, was hier bemalt wird. Das will ich auch sehen. Ja, genau. So ein Dreimann-Team-Turnier hätte ich aber schon mal Bock drauf. Ja. Ich weiß. Dann, weil ich glaube, da kann man auch irgendwie. Dreimann findet sich nämlich auch irgendwie zusammen, sage ich jetzt mal so. Und. Abend, Ludwig, grüß dich. Ja, drei Mann, das wäre doch ganz nett. Irgendwie. Zwei Freunde habe ich, glaube ich. Ach, ja. Knapp. Ja, müssen wir mal quatschen. Ja. Wir müssen sowieso jetzt nur, wir haben nur Termine bis Juni, glaube ich. Mhm. Also fest ausgemacht. Ja. Aber müssen wir jetzt mal abchecken mit den neuen Pächtern, dass das auch alles funktioniert. Ja. Hab aber schon so von Weitem mal verlauten hören, dass das alles eigentlich so bleiben soll, wie es ist. Schön. Und genau. Heute ist Negativtag beim Ludwig, also Negativ-Hobby-Tag. Packst du Sachen zusammen, die verkauft werden müssen? Ja, das ist ja natürlich nichts. Jawohl, was verkaufst du denn, Ludwig? Und ich hoffe, es kommt dafür was Neues rein. Es geht nur darum, dass die Vitrine zu voll ist. Ich wurde ja in meinem ersten Tauschspiel letzten Donnerstag beim neuen Codex richtig hart vermöbelt. Was? Ja. Von wem? Warum? Hannes? Hannes? Hannes mit Drukhari. Ja. Ich habe das neue Mont-Car-Detachment ausprobiert, ausgepackt. Das ist ja sozusagen ein aggressiveres Detachment. Das ist schon ab Runde 1 und 2 und 3 an den Start geht und nicht erst ab Runde 3 aktiv ist. Und ja, ich habe dann irgendwie aus diesem Grund viel zu aggressiv gespielt und habe richtig fett auf die Nase bekommen. Mit den neuen Punkten oder alte Punkte? Was? Neue oder alte Punkte? Ich habe jetzt mit den Punkten, die aktuell geupdatet sind, gespielt. Die Punkte, die im Codex stehen, das ist Quatsch. Also das ist wirklich Quatsch. Da spiele ich sofort eine andere Armee. Weil da kannst du die... Da geht dann meine Armee in den Tabletop-Verkauf. Wenn das die Punkte sind. Mal ganz kurz ein neues Farbblättchen holen.
Nee, ich war so arm und klar, ich kann jetzt ultra viel Damage machen, ich muss schnell, aber ich habe auch nur 3 Runden Zeit, ich muss jetzt richtig rein, ich muss es ausnutzen und habe total overcommitted und es war super brutal, aber ich war Runde 3 getabled. Oh, echt? Ja, gegen die neuen Drukhari. Also ich hatte ja auch ein Spiel gegen Drukhari am Turnier. Ja. Habe ich gewonnen. Also wenn wir auch noch zu Ende gespielt hätten, wir haben das Runde, ja, Runde 3 gespielt, das hätte ich auch noch höher gewonnen. Oh ja, sehr gut. Das ist ja gut. Meine Krücks und Mercs sind seit Jahren. Krücks und Mercs? Was sind denn Krücks und Mercs? Mercenaries, oder? Hä? Hey? Kannst du das entziffern, Ray? Krücks, glaube ich, ist ein anderes System. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Krücks ist ein anderes System. Ah, okay. Da könnten auch Zangor stehen. Ja, Zangor ist cool. Zangor for the win. Zangor for the win. Zangor for the win. Auf jeden Fall. nee, hab auch richtig auf die Nase bekommen und gemerkt, ja, Fabian, da musst du mal hier ein bisschen gucken, was das neue, wie man das neue Detachment spielt. Genau, nicht so overconfident reingehen. Ja. Ja, man braucht immer erst ein bisschen. Ja, total. Ein Spiel. Ja, ja, ist auch ganz wichtig. Phase. Und ich bin ja sehr eingespielt mit meinem Tau jetzt und dann habe ich irgendwie. Ja, nö. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass der Codex richtig gut wird, aber er wird anders und er muss sich auch ein bisschen anders spielen. Das habe ich noch nicht so richtig drauf gehabt. Ich habe diese Woche übrigens ein Interview gemacht mit, kennt vielleicht gar nicht die meisten, aber wer Tau spielt und so, kennt den vielleicht mit Kyle Grundy. Ein Tau-Experte aus UK. Und ja, haben ein richtig geiles Interview gemacht. Und der hat so eine Coaching-Schule nur für Tau-Spieler. Ja. Oh, gibt's da 3 oder was? Was ist? Gibt's da 3 Tau-Spieler? Ja, gibt Tau-Spieler, Tau sind die meistgespielte Fraktion nach Space Marines. Deswegen die soll ich dir glauben. Was ist? Die soll ich dir glauben. Ja. Weil jeder Tau liebt. Genau. Können wir mal so einen Chat fragen, die Chat fragen, wie steht ihr so Tau? Mögt ihr die nicht? Nicht, finde ich gut. Wie fallen dir eigentlich diesen 3 Riptides und den 100 Drohnen? Das war eine gute Sache, oder? Ja. Als sie euch indirekt abgeschossen haben, oder? Das war auch voll geil. Das sind gute. Deine Argumente werden es angekrockt, die besten, Fabi. Ja, das um war. Tau toll zu finden. Nee, Tau haben schon eine Menge. Haben schon so einige Sünden auf dem Buckel. Also, sie können nicht den ersten Stein werfen. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Aber es ist trotzdem die drittmeistgespielte Fraktion oder zweitmeistgespielte Aktion nach Space Marines. Der Tau hat mir im Firepark in Runde 4 eine Bombe gegeben. Schlechter Zeitpunkt zu fragen. Die können verschwinden wie Chaos Draft damals. Ja, okay, ich seh hier schon, er ist irgendwie. Es ist eine negative Grundstimmung hier in diesem Chat. Auch ich finde es eigentlich ganz positiv. Hat auf jeden Fall viele Spieler und das ist ein sehr spannender oder sehr cooler Coach. Ich war jetzt nicht bei dem oder so irgendwie, aber ein paar Videos von ihm angeguckt und spannender Typ. Und er
Entschuldigung, wenn ich, ich gerade so überlege, Entschuldigung, dass ich dir jetzt Wort fall, Ja. weil du gerade gesagt hast, England. Ja. Ey, weißt du, was ich gelesen habe? Nein. Weil ich die Teams so ein bisschen durchgescrollt habe, Entschuldigung. Ja. Ey, kommt da Manny Chima? Was? Ja! Ich habe irgendein Team gelesen mit Manny drin, der heißt Manny. Manny. Ja. Nicht so, Alter, das kann doch jetzt nicht der Manny Chima sein. Oha, oha. Ja, vielleicht spielen wir ja gegen Manichima. Ach nee, eher weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ich glaube auch nicht, dass wir gegen Manichima spielen. Ach ja, die England Lions spielt mit der Alex Harrison, der Manny, der Nassim, der Nathan Roberts und der Josh Roberts. Okay. Ich kannte jetzt drei von den fünf Namen. Jo, ich glaube, da wäre es auch egal, wie wir pairen. Ja. Sucht's euch einfach aus, gegen wen das sie Also, spielen wollt. hey, guys, I think it's totally the same. Just choose your matchups. Yeah, and if you don't want to play the games, we are totally fine. Take your 20-20-0. Der 20-0, hier ist das Scoring Sheet. Ja. Obwohl es natürlich schon auch mal cool wäre, gegen so Manichima zu spielen. Ich weiß nicht, ob das ein angenehmer Typ ist. Aber Ich glaube, wenn er gewinnt, ist er der angenehmste Typ für alle. ja, das bin ich aber auch. Ich habe aber schon ein paar nicht so coole Sachen von ihm gehört. Okay. Aber Das wie gesagt, das war's. sind alles bloß so Hörensachen Ja, sagen. So. man war halt nie dabei, ne? Da haben eine Monophase-Problem. Die Spiele sind irgendwie oft für eine Seite uncool. Hab das Gefühl, auf dem Papier sehen die Listen aber immer spaßig aus. Und ich mag auch die Ästhetik. Ja. Also es gibt schon ein paar Modelle von den Tau, das sage ich auch, die sind echt cool. Ich finde eigentlich die alten Broadsides finde ich zum Beispiel geil, die wo die Waffen nur auf den Schultern hatten, die Massebeschleuniger. Fand ich extrem coole Modelle. Ich finde auch den Riptide eigentlich ein schönes Modell. Also Ja. eigentlich alles, was in so Kampfanzügen rumläuft, fand ich eigentlich immer echt coole coole Sachen. Gehen wir mal auf die Kampfanzüge steht, sind natürlich Aber dass halt da eben die ganzen Kampfanzüge Sachen halt jetzt so uferlos overpowered gewesen sind, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich denke, dass die jetzt dann nicht Das sagen auch komplett immer aus der nur Liste verstehen. Nicht-Tauspieler. Das sagen auch immer nur Nicht-Tauspieler, dass die so krass Was? sind. Da war aber Naja, auch. also wenn ich mit einem 6er-Trupp irgendwie 80 Schuss rausknödel und die halbe Armee von meinem Gegner die eine Einheit zerstückeln kann, dann muss ich leider sagen, ist es ein bisschen overpowered, oder? Du konntest Oder findest du genau. nicht her von und zu? Die hat jede Runde eine Einheit getötet, mehr nicht, weil du kannst mit denen nicht Split feiern, weil sonst kriegst du Minus. Die kosten 500 Punkte. Ja, Also. aber die schießen halt da dementsprechend was kaputt, was den Gegner auch viele Punkte kostet, weil die werden ja bloß dastehen und Einheit Grotz erschießen. Ja, und machen sich dabei aber auch noch selbst kaputt und geben dabei Bring It Down ab. Also, ich fand es am Ende ja nicht mal mehr so gut. Ich habe es ja nicht mal mehr gespielt. Ich weiß. Ja, ich muss Kenne sagen. aber genügend Tauspieler. Also was ist genügend? Der Andi, glaube ich, hat immer nur festgehalten, glaube ich, an den Crysis, oder? Ja. Die waren ja auch nicht schlecht, das kann man nicht sagen. Aber ich fand sie halt nicht mehr so gut. Oder beziehungsweise ich fand sie. Ich fand, es gab bessere Einheiten, oder? Sie haben nicht mehr in meinen Spielstil reingepasst. Hast du
Hast du eigentlich einen Bauchladen dabei? Beste Möglichkeit, immer für Braunschweig zu machen. Ja, ich muss da eigentlich noch ein bisschen Werbung machen, ne? Vielleicht, ja, vielleicht mache ich da mal noch ein bisschen Werbung, hast du recht. Das wäre eigentlich das Sinnigste, oder? Ja, auf dem Singles wie auf dem Teams. Jedes Team, das uns besiegt. Achso, nee, so rum. Nee, das sind schon. Also Leute, keins. Kriegt ein Ticket, aber ich wollte nicht sagen, dann muss ich ja 5 Tickets verteilen. Ja. Und so hast du so viel Vertrauen in deine Teamkollegen, oder was? Na. Also, ich bin mir sicher, dass wir doch mindestens. Jetzt pass auf. Ja, jetzt da kennt was raus. Mindestens 2 Spiele gewinnen. Also komplette Spiele, meine ich. Sind da so blinde Wähler hier wie Mario und so dabei und. Ja, das stimmt. So Gimpy fahren mit David Szymanski und. Team Germany und sowas. Wie die sich fänden. Ja, ja, Team so Germany nennen. Und. Peinlich. Ah, die ganzen Österreicher mit der Team, mit dem Peter Steiner und so, es ist auch alles so richtig schlechte Leute. Ja, genau. Nein. Genau. Zwei schaffen wir. Ist das unser erklärtes Team? Ist es unser erklärtes Ziel? Mich wundert, dass der Mario nicht bei 40k Trolls mitspielt. Wo spielt der mit? Ich glaube, beim österreichischen Team, weil ich die Leute irgendwie nicht so gekannt habe. Ah, weil der Mario irgendwann ist mal bloß... nicht Coach vom österreichischen... Nee, der war letztes Jahr Coach vom österreichischen Team. Ja, der ist jetzt beim deutschen Team dabei. Da haben sie ihn abgeworben, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Was ich eigentlich richtig cool finde. Ja, da gehört er ja auch hin. OP fand ich Krisi auch nicht, aber das Gegner frustrierend, weil man sich so schlecht mit ihnen interagieren ließ. Ja. Das gebe ich dir 100%. Die sind rausgehüpft, was getötet und sie weggehüpft. Ja, verstehe ich. Das ist total uninteraktiv. Ich kann dir aber sagen, es war auch super schwer, die zu spielen und anstrengend und zeitfressend. Sie haben meiner Meinung nach weder dem Tauschspieler noch dem Nicht-Tauschspieler Spaß gemacht. Ich fand die auch keine gute Einheit. Ich fand die keine gute Einheit. Genau. Genau das ist es. Super, dass die jetzt anders sind, dass die anders werden. Schauen wir mal, wie sie werden, ob sie gut werden. Keine Ahnung. Ich glaube, da geht was im Tau-Kodex. Und wenn nicht, dann muss man halt machen, dass was es geht. Wenn der Kodex, die Armee wecken. Wenn der Kodex nicht gut ist, dann kann man besser spielen. Oder eine andere Armee spielen. Ja. Nee, das passt total. Nee, ich glaube auch, dass wir zwei auf jeden Fall, zwei sollten wir schaffen. Wir können uns ja als zum erklärten Ziel 3 Siege machen, 3 von 5. Ja, 3-2, wenn wir rausgehen. Das wäre doch Hammer. Wäre gut, ich bin auf jetzt 2-1-2, bin ich eigentlich voll schnieke damit. Ich auch, mehr als, ja. Also einfach, habt ihr nicht negativ irgendwie. Ja, ja, wobei man halt diesen, wie ich also am Anfang mal gesagt habe, jetzt mit dem E-Haube, da muss man immer nur gehört, alles irgendwie dazu. Wenn du Pech hast, kommst oder hast halt irgendwie schlechte Pairings, weil wir sind jetzt nicht alle so die überkrassen Pairer und so. Weißt du, wie ich meine? Weil wir wissen ja nicht so genau, wie das funktioniert. Nee. Da kann natürlich schon vorkommen, dass dort dann gegen so ein Veteranenteam, sage ich einfach mal, die wir einfach Ahnung haben. Ja. Oder mehr Ahnung haben wie wir, sage ich jetzt einfach mal, und sich halt die Pairings dann besser legen. Aber ich würde jetzt da nie jemand irgendwie anfeinden oder anpissen, weil also der irgendwie das Spiel verloren hat, weil es ist ja trotzdem immer nur einer am Würfelspiel, kann schlechte Karten ziehen. Ja, ich halt schon, ne? Wenn ihr verliert, dann ist Ramazan. Achso. Wer mir dann als Team Würfelbauer entfernt, oder was? Ich bin jetzt die Gruppe rausgeschmissen. Du wurdest entfernt. Du bist der Ball allein hier sitzen. Ja, genau. Können wir am Ende abstimmen, wer nochmal mit darf. Ja. Ohoho. Wer hat die Leistung erbracht?
Wie heißt das dann in Firmen? So eine Leistungskontrolle oder wie Ja, sagt man da? ja, Leist, ja, So eine Leistungskontrolle. Wie habt ihr denn alle gespielt? Jeder dreht sich so weg. Es geht nämlich schon gut los. Das erste Pairing sieht da und der Tobi mit seinem Org so: Ja, also gegen Descartes eher nicht so. Dann gegen Eldor eigentlich auch nicht. Kustodes konnte ich auch nicht. Kostot, ehrlich gesagt, auch nicht. Necrons, nee, eher nee. Ja, und Astra, da bin ich Dann halt keine eher schon Chance so. gegen. Ich bin so da gesessen, also ich habe halt heute. Habe jetzt nicht so mitgeschrieben, weil, wie gesagt, zu viel Arbeit heute war und Kollegen angelernt und ist ja schon gestern nachts irgendwann mitten in der Nacht, wenn normale Leute versuchen zu schlafen, losgegangen in der WhatsApp-Gruppe. Und das ist das Einzige, was ich jetzt rausgezogen habe. Also Kieran kann gegen alles spielen. Kieran gewinnt gegen alles. Kieran gewinnt gegen alles. Aber Tobi dafür gegen nichts. Tobi gegen nix. Tobi sagt, das finde ich eigentlich alles scheiße. Irgendwie ja. Ich habe mir extra noch keine Gedanken gemacht. Ich möchte jetzt da nicht irgendwas raushauen, weil das war bei dem Online-Turnier, Ja. wo ich mit Andy und mit Zweischneid und so zusammen Ja. war. Und da war es halt auch so, haben wir halt dann so richtig, ja, wie viele Punkte glaubt ihr, dass sie gegen den und den und den macht? Also wir haben uns dann die Listen angeschaut und gut, da hast du halt. Jetzt hätten wir halt schon die Möglichkeit, dass wir irgendwie das irgendwie sagen, okay, wie viele Punkte machst du gegen den Elder? Und dann schauen wir halt, dass wir halt dann der, wo am meisten Punkte gegen die Elder macht, halt dann versuchen halt, dass wir den hinpairen. Das ist halt schon schwierig. Also ich habe dann in den Spielen schon versucht, immer die Ja. Punkte halt zu holen, die ich angegeben habe, weil dann sagst du halt, ja, ich mach dann gegen die Elder, keine Ahnung, 5 Punkte. Aber dann bist du halt 20-0 von der Platte ge gewischt. Ist halt dann auch nicht so geil. Fürs Team. Ja. Naja, also da muss halt der Tobi jetzt irgendwie sagen, ja, okay, er macht halt gegen, er kann halt gegen den und der Armee vielleicht nur so viele Punkte holen, dass es halt nicht, wenn er wirklich verliert, Eine uns dann knappe wehtut. Kiste wird, ja. Ja, 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 aber bei uns ist das ja eh nicht so. Ich sage mal ich. so wie es kommt, so kommt's. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt kein Problem, jetzt gegen die anderen Custodes zu spielen. Weil ich glaube, dass meine Liste da besser ist. Astra, glaube ich, macht keinen Spaß für mich, weil er halt mich vor der Platte schießt. Astra macht gegen für keinen Spaß, aber einer muss es nehmen. Und Ja, ich glaube, man kann natürlich. gegen Astra auch gewinnen, weil wenn man gegen Mal Astra nicht schauen, gewinnen also könnte. wenn keiner eben das Ding nimmt, dann würde ich den Astra nehmen. Weil Punkte mache ich auf jeden Fall sicher, wenn ich auf den Markern stehe. Nee, wir machen einfach Astra Mirror. Wir sagen, Max, fang einfach an. Ach so. Ludwig, wir haben Fabi spielt Tau. Wer hätte das erahnt? Ich spiele Custodes. Tobi spielt Orks. Kieran spielt Blood Angels. Und. Wen habe ich vergessen? Max Astra. Und jetzt komme ich hier nicht mit der, was habt ihr als Blockerlisten gedacht? Haben wir nicht. Blockerlisten? Haben wir nicht. Blocker, Attacker. Wir haben gute Listen, aber wir sind da nicht so in, wir denken da nicht in so Kategorien, wir sind da nicht so eingefahren, so eingeschweißt, so fix. Gibt ja manche Leute, die kommen aus ihren Denkmustern gar nicht mehr raus. Nee, so sind wir nicht. Wir sagen, wir können alles nicht. Stimmt. Genau. Wir waren, ja, also ich spiele schon mal eine Singles-Liste, weil sonst muss ich mehr mitnehmen. Das war Also ungefähr unsere Zusammenfassung. mehr nehme ich nicht mit. Ich überlege mal, ich würde jetzt für Singles-Turnier irgendwie Tyros mitnehmen. Das kriege ich alles gar nicht in den Koffer unter, ey. Ja. Wir fahren schon mit zwei Autos.
Ja, im Figurenkoffer würde ich sie gerne unterbringen. Man braucht keine Blocker, wenn man alles gewinnt. Eben. So schaut's aus. Ich weiß nicht, ich habe gerade die Liste vor dem Elder aufgemacht. Da wollte ich jetzt nur gerade mal drüber schauen. Macht Autos kaputt und hat Kleinzeug dabei. Avatar Huey lieber, Avatar of Kane. Also, nein, ich sag's nicht mal, das will ich jetzt nicht machen im Stream, das heißt durchjudeln. Ja, auf jeden Fall. Das wird ein sehr lustiges Turnier. Wir machen da keine riesen Vorbereitungen, keine riesen Mathematik drauf. Wir Nee. versuchen so gut uns spontan so gut zu pairen, wie wir halt denken, dass das einigermaßen hinhaut. Da wird auch manchmal, wahrscheinlich, wenn man ein, zwei Mal merken, so, oha, das hat jetzt überhaupt nicht hingehauen, dann spielen wir das Beste in unseren Spielen, was wir halt können. Und damit hält Ja, sich's. ich habe das schon gesagt, das Wichtigste an dem Teamturnier ist dann, das ist in unserem Teamnamen mit inbegriffen, und zwar, es ist die Bar. Ja, genau. Nach dem Turnier die Bierbar von unserem Kollegen auf dem Zimmer. Und Und davor ist dann noch ich diese. hoffe, dass die da eine Bierbar haben am Turnier. Ja, da kommt auch das Gösserbier her. Ja, aber gestern ist halt der Radler. Ja, aber Radler macht man doch mit Bier. Ja, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob gestern jetzt ein normales Bier hat. Oder möchtest du den ganzen Tag Radler saufen? Dann kommst du vom Klo nicht mehr runter. Wenn ich den ganzen Tag Bier saufe, wie der Tobi, da erlebe ich Spiel 3 nicht. Oh Gott, der wird am. Der hat sowieso, der hat mir erzählt, vom Raccoon Rumble, Ja. als ich da irgendwie von Samstag auf Sonntag, also am Samstag, Sonntag, wie ihr da nur die Bar gestürmt habt, Ja, das. und er dann irgendwann so um 2:30 gesagt hat, also ich bin dann weg, und ihr so, ja, wie, du bist weg. Wir machen jetzt noch weiter. Und er so, ja, seid ihr irre und so. Und dann er ist ja total unverständlich. Dann ist er ins Bett gegangen und hat euch dann, und dann, als du zu ihm gesagt hast, ja, wir sind da bis 3:30 irgendwie da an der Bar versumpft oder an Ja, der ja. Schalter oder was. Und er hat zu mir gesagt, ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen, dass die da so einfach so weitergesoffen haben. Und am nächsten Tag dann wollen wir spielen, gespielt haben. Ja, aber ich muss sagen, ich habe halt über den Tag verteilt auch nicht schon 7 Bier getrunken. Ich habe ja dann auch gesagt zu ihm. Also er hat halt unter dem Tag wahrscheinlich nicht so viel getrunken wie du. Ja. Und Raccoon Rumble Oh. Tag 2 war auch Tag 3. keine spielerische Glanzleistung. Das war, ich habe vor jedem Spiel eine Aspirin und einen Kaffee genommen. Lucio schreibt, ja, haben auch normales Bier. Ist aber Gutis, komisch, sehr dass gut. bei uns nur das Radler bekannt ist. Ja, bei uns gibt es das Gösserradler, genau. Ja. Eine Aspirin. Ich glaube, du solltest vielleicht ein Aspirin mit aufs Teamturnier nehmen, Fabi. Oder auch nach Leoben. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist eine gute Investition. Nur ein paar Aspirin und ein paar Ibo einpacken. Singles reißen wir uns zusammen, Team ist Party. Das sage ich aber auch nur, bis ich das erste Spiel verloren habe. Und dann so, Einfach das erste Spiel weggeömmelt. Okay, Party on. Hör mir auf, das wäre ein sehr schlechtes Wochenende für meine Leber, wenn ich das erste Spiel verliere. Oh, nee. Und ich bin gar nicht im Training. Also ich Ja, vertrage, also durch meine Körperfülle vertrage ich ja vielleicht schon ein bisschen mehr. ja. Aber ich habe tatsächlich in Hamburg habe ich den Uso da, den habe ich im Zimmer schon echt gemerkt. Also ich bin dann, ich habe da so einen großen Sessel gehabt, ich bin dann so in den Sessel reingesunken in Hamburg. Man denkt, oh, ja, oh, es war keine so gute Idee, den Uso. Oh, Mülli. Oh, Mülli, was hast du mir angetan? Oh, Mülli. Ja.
Ja. Gösser hat auch normales. Super, wunderbar. Dann freue ich mich über normales Gösserbier. Wo wir sowieso gesagt, wenn die ihm Weizen reintun in die Bar, dann rastet er sowieso komplett. Also nicht so, ach, ich nehme die Schuld jetzt Weizen, ich trinke gern Weizen. Nee, das wird. Das wird schon lustig, das wird schon lustig. Muss aber skandalöserweise nächsten Mittwoch der Stream ausfallen. Stimmt, nächsten Mittwoch könnt ihr euch schon mal merken, nächsten Mittwoch kein Stream, nächsten Mittwoch sind wir in Leoben. Vielleicht können wir mal kurz, ich weiß gar nicht, wie das geht, können wir mit dem Handy Hallo sagen. Aber kein Stream. Aus der Bar oder aus dem Wirtshaus. Barstream. Barstream. Vielleicht Du machen wir musst auch gleich. aufpassen, Gabi. Was? Ich bin mir jetzt, ich muss, da musst du sowieso aufpassen in Österreich, Ah ja, weil weil. die enteignen dir sogar das Auto irgendwie. Also ich weiß nicht, ob du das bloß wegen, Was? ob du gegen, wenn du gegen irgendwas verstößt oder ob du, wenn du Alkohol getrunken hast, da auch Probleme kriegst. Ja, wahrscheinlich schon, aber die enteignen dir dein Auto irgendwie. Über die Nacht dann oder wie? Na, für immer. Was? Ja. Was macht die denn? Okay. Also ich glaub nicht, dass die dann das Auto wieder geben. Ich meine, vielleicht weiß es einer im Stream besser als ich, aber ich glaube, die können dir irgendwie das Auto enteignen. Wenn du irgendwas Krasses dann verbrochen hast. Ja, mein Plan ist jetzt, also ich möchte ein bisschen was trinken, ich möchte aber nichts Krasses verbrechen. Wir klauen mir die Ja, Kirchturm. es wäre ja so schlimm, wenn wir können nicht einmal sagen, wir haben Minderjährige dabei, weil ich gesagt habe, wir haben Minderjährige dabei. Und dann ist mir eingefallen, okay, der Kieran ist doch schon alt. Ja, klauen mir die Kirchturmglocke in Leoben. So was. Nee, also sowas habe ich nicht vor. Sowas hast du nicht vor. Ich habe sowas auch nicht vor. Können sich dann in Braunschweig In abholen. Österreich darf man nicht betrunken Auto fahren. Ja, das war mir jetzt klar. Die haben nicht so tolerant wie wir in Bayern hier. Die wollen dann sagen, du darfst nach zwei Maß Bier nur Auto fahren. Die Zeiten sahen zum Glück auch aus. Eieieiei. Ah, okay, Mario schreibt, wenn ein Fahrzeug nicht straßentauglich ist, dürfen die dir von der Ort die Zulassungsplakette abkratzen. Ja. Da dürfen sie unternehmen. Ja, okay. Ja, gut, ich fahre nicht, also. Ich fahr Würde mal schon. hoffen, dass Ich meine fahr schon. Fahrgelegenheit alles dann in Ordnung ist. Mein Freund, ich grüße dich. Ja, nee. Das wird eine wilde warme Woche. Danach werden wir auch viel zu erzählen haben. Jetzt müsste ja eigentlich ein Deutscher, muss ich sagen, hier auf jeden Fall den Single oder eigentlich auch das, also das, ja, Leoben mit nach Deutschland bringen, nachdem der Kevin so frech war und einfach nach Feuerbach gefahren ist und Feuerbach abgeholt hat. Ich wusste, das wusste ich gar nicht, wie der jetzt Feuerbach gewonnen hat. Ja, doch, doch, doch. Das war die wieder die Autoliste von Kevin. Okay. Mit Kevin. Ist er einfach drüber gefahren. Warum nicht? Ja, also deswegen müssen wir uns eigentlich revanchieren und Leoben nach Deutschland holen. Also Ray, streng dich Ich an. habe jetzt schon gewartet, dass jetzt irgend sowas kommt. Also Ray, streng dich an. So ist Ich es. gebe mein Bestes. Perfekto. Reicht es? Ja, mehr kann man von keinem Menschen erwarten. Sehr gut. Bin ja bekannt als Schlächter der nördlichen Oberpfalz. Oha, habe ich das gerade Dann. mit? Oh nein.
versuche ich. Fehler? Ja. Oh nein. Mit der falschen Farbe geschichtet. Das ist natürlich. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Natürlich sehr hell. Das ist schon sehr hell. Naja, die sind ein bisschen. Hell. Die sind jetzt einfach ein bisschen hell, ja. Ach du Schade. Na guti. Fällt keiner auf. Mach ich hohe Pflanzen um die Beine. nee, also wir werden dann nächste Woche doch keinen Stream machen. Die Woche darauf dann aber auf jeden Fall. Und wahrscheinlich sehr viel zu erzählen haben. Das wird klasse. Aber hallo. Ja. Wird bestimmt lustig. Also, auf jeden Fall. Räumig schon, aber einfach drauf. Einfach mal so, ich sag einfach mal, Männerwochenende irgendwie mal wieder verbringen. Ja, genau das ist es ja. Also zu 90% ist es einfach ein Männerwochenende. Ja. Genau, wo wir einfach also, Spaß haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon mit meiner Hobbygruppe hier in Schwandorf. Ja. Bin ich ja schon zwei, drei Mal, ich glaube drei, vier Mal in Düsseldorf gewesen, auf Herr der Ringe Grand Tournament und ich war schon auf 40k Grand Tournaments und so. Und immer wenn wir uns daran entsinnen, ans Turnier, ja. Kommen eigentlich immer mehr so die Fahrten und das, was halt so drumherum passiert ist, eigentlich auf. Ja, das glaube ich auch. Es wäre eigentlich auch cool, wenn wir einen großen Bus hätten und fahren würden, aber bei uns hat keiner einen großen Bus, ne? Nee. Meine Eltern hätten einen großen Bus. Aber ich glaube nicht, dass sie ihre Flohmarktwaren da auspacken. Na. Ich glaube, die würden mir einen Vogel zeigen. Was? Darf ich nochmal das Auto haben? Also das Auto würden die mir auf jeden Fall geben, aber... Ja. Ich glaube nicht, dass die eben das alles auspacken. Weil meine Eltern, ja. Meine Mom, leidenschaftliche Flohmarktgänger sind. Ja. Nee, aber ich glaube, es wäre auch lustig, wenn man wirklich so zu 5, zu 6 in einem Auto ist, anstatt mit zwei Autos. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht kriegt man es bis Bremen. Nicht bis Bremen. Bremen fahren wir, glaube ich, nicht zu 6 hin. Kriegt man es für Braunschweig. Müssen wir gucken. Ja, aber da wird wahrscheinlich da bei Braunschweig das Problem sein, dass eben die Rückfahrtzeiten da... Ja, das stimmt. Alle ein bisschen doof ist, weil ich weiß ja nicht, wie ich weiß nicht, ob das jetzt hier reingehört. Wie planst du eigentlich von uns oder von den Mitwirkenden? Also bis Samstag, bis Sonntag oder bis Montag? Also ich weiß ja nicht, mir ist es also, eigentlich auch egal. Alle fahren, also die sind ja eigentlich alle aus. Ja, also, keine Ahnung, ich bleib bis Montag, ich habe bis Montag früh ein Zimmer und okay. Da kann einer und da, das Zimmer wäre für dich mit frei. Mhm. Genau, wenn du bis Montag bleiben willst, Montagvormittag, kannst du das sehr gerne tun. Ich habe auf jeden Fall Urlaub, die Woche danach. Ich habe am Freitag und am Woche danach Urlaub. Nö, kannst du gerne, also, ja. Wir sind auch Freitag, ich bin Freitag bis Montag da. Genau. Wenn du schon Sonntagabend zurückfahren willst, kannst du das natürlich. Ich glaube, der Hannes fährt schon Sonntagabend zurück oder so, weiß nicht genau. Ich glaube ja. Der Müller Chris. Ich glaube, wollte gerade sagen, der Chris, glaube ich, fährt erst Montag. Tobi, glaube ich, hat noch gar nichts sich dazu geäußert, glaube ich. Genau. Genau, also es gibt an beiden Tagen fährt, glaube ich, ein Auto, so wie ich das verstanden habe. Kannst du gucken, wann es dir lieber ist. Ja. Ein Zimmer für dich ist bezahlt. Also bei mir halt. Genau. Nee, also wir machen. Haben wir erst überlegt, ob wir Donnerstag schon fahren und so, aber das
Wir gönnen uns noch den einen Abend in Braunschweig nach dem Turnier, nach dem German Super Major. Bisschen entspannt runterkommen. Und ja. Ja. Genau. Das wird ein. Ich meine, wenn das sowieso so reibungslos funktioniert wie in, ja. In Würzburg. Ja. Da waren wir ja, glaube ich, um 6 komplett. Hamburg 6 war es, 18 Uhr, 18:30 waren wir ja komplett mit Abbauen und so durch. Und das hat auch wirklich wunderbar eingegangen, es funktioniert. Ja, der Sven ist ein großartiger Organisator, was das betrifft. Weil es gibt, ja natürlich, Sven, der macht das natürlich richtig, weil er sagt halt auch, viele Hände, schnelles Ende. Also wenn halt die Leute, ja. Habe ich auch beim unserem letzten Turnier eben gesagt, ich meine, das ist ja wirklich kein Hexenwerk, das Gelände wieder in die Box reinzuräumen, ja. Die Matte in die Mattensäcke wieder zu verstauen. Ja. Und wenn da jeder seine eigene Platte schnell nur noch wegräumt, dann genau. Bricht sich, glaube ich, keiner einen Zacken aus der Krone. Genau, das kann meiner halt Meinung nach. Zwei Drittel sind ja eh fertig, bevor die Zeit rum ist. Die machen schon ihr Zeug. Und ja. Dann geht die letzte. Und da, dann kann man ja mit der Siegerehrung anfangen und dann kann man, können auch die Orga noch die zwei, drei, die wirklich bis auf die letzte Minute gespielt haben, wegmachen. Ja. Und dann funktioniert es super. Und dann ist immer alles schnell aufgeräumt, das ist richtig, richtig gut. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass es ist natürlich alles schwer, das so ein bisschen zu abzuschätzen, wenn das so groß ist, sage ich jetzt mal, wenn es so groß skaliert, ne? Ja. Aber wir haben eigentlich im Prinzip immer sozusagen, ah, das sind jetzt dreimal mehr als beim anderen Turnier, wir haben dreimal so viele Helfer, sozusagen. Ja. Und ja, gucken wir mal, wie das hinhaut. Also ist alles super gut durchgeplant, aber na gut, es sind da dreimal mehr Spieler als in. Ja, genau, Spiel, genau, oder? Genau. Es ist alles sozusagen, ja, ja, genau. Aber deswegen sind es auch dreimal mehr Helfer, dreimal mehr Judge, dreimal mehr Orga-Typen, dreimal mehr Essen, bla bla bla. Ja, dann wird sich einfach zeigen. Ja, ich bin sehr gespannt auf den Realitätscheck. Ich glaube, man kann es nicht mehr vorbereiten, als wir es tun, aber. Mm. Ja, manche Sachen sind halt so also sind halt so eine Dunkelziffer, sag ich jetzt einmal. Weißt du, was ich meine? Wie jetzt in Hamburg da, dass die halt einen Wasserrohrbruch haben irgendwie am Donnerstag. Mein Gott, es passiert halt. Kann passieren. Ja, ist halt so. Ich find's klasse, dass immer ein paar Leute aktiv sind, die auch gemeinsam an Turnieren teilnehmen. Ja, das ist auch wirklich, wirklich schön. Also es macht einfach viel mehr Spaß, das in der Gruppe zu machen. Ja. Diese Fahrten nach, auch nur jetzt nach Hof zum Beispiel. Ja, genau, gute Stunde. Ist eine gute Stunde, Autofahrt oder auch nach Blumberg zu den Jungs da runter. Ja. Es macht einfach Spaß, wenn man dann es nicht bloß alleine ist, sondern wenn man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt zu vier, zu fünft oder was, ein Auto voll und fahren da runter. Weil alleine nach Blumberg fahren oder nach Hof fahren schon ein bisschen zäh. Ja. Also es ist auch eine Stunde Autofahrt, also es geht schon, ne? Aber ich bin aber auch schon alleine nach Hof gefahren, weil der Chris und der Kieran eben und der Schmiedi ja von der Ringsburg ja. Gefahren sind. Ja. Ja, ja, es geht schon, aber es ist bin alleine gefahren, aber ja, auf dem Turnier selber allein, ja. War dann nicht allein. Ich überlege, ob ich schon mal allein nach Hof gefahren bin. Also ich bin schon allein nach Hof gefahren, aber da war nicht auf dem Turnier. Nee? Ja, aber Mario, bei euch geht jetzt auch mehr da aus dem Wald da hinten, oder? Also ihr habt jetzt auch wieder mehr Spieler. Das ist nicht bloß ein Ami und so und ihr kommt ja einmal zu zweit oder zu dritt, glaube ich, auf unser Turnier. Ja. Jetzt mal schauen, dass den Martin mal wieder irgendwie requiriert. Das ist auch ein Tauschspieler. Dann geht mal wieder was. Geht mal wieder was. Ja, der schreibt schon, wir kommen im April mit 4 bis 5 Mann. Höchste Teilnehmerzahl, jawohl. Ja. Geilo.
Genau, wollte ich eben nur sagen, auch hier, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, vielleicht, ich bin da ein bisschen. Wir haben, also es sind, und ich schaue euch nach, wir sind schon über 20 für Regensburg. Ja, super. Nee. So. Geht einfacher, wenn ich auf mein Profil schaue. 24 sind schon dabei. Fabi kann ich rausnehmen. Mich kannst du rausnehmen. Ich kann an dem Wochenende nicht. Ich komme erst zum nächsten wieder. Zack. Ah ja, okay, ich hab's. Weiter hat Tabletop-Freunde, ich hätte schon alle angemeldet, ja. Hab's schon, seh ich schon. Ja, nee, ich wette, das wird dann auch, dann wenn es auch wenn es jetzt schon 24 sind, dann wird es auch. Dann wird das auch voll, dann werden das die 14, dann werden das die 40 Mann. Kann gut sein, ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass Team Würfelbar den Sieg holt. Boah. Ich weiß nicht, ob ich mitspiele. Ja. Ja. Und Team Würfelbar, glaube ich, spielt nur Tobi mit. Wie, der Chris spielt auf jeden Fall mit. Ah ja, okay. Dann haben wir jetzt ja noch den Wagner, Christian. Unser Team wird immer stärker und stärker. Mit den Namen kann man ja nur gewinnen. Ja, das stärkste Team Ringsburgs. Nein, ich meine eigentlich die Christiane. Ach so, ja, ja. Ja, bald könnt ihr euch auch lossagen vom Team Würfelbar und Team Christian machen. Ja. Also Dreier-Turnier kriegt ihr auf jeden Fall Christian hin. Da kriegen wir sogar Vierer-Team hin mit dem Schreiner-Chris. Ja, ja, genau. Jetzt warte mal, ich sortiere mal. Ja. Turnier in Regensburg. Mhm. Nach Namen. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, 6 Chris oder so. 1, 2, 3, 4, 5 Christiane haben wir. Bis jetzt bin aber ich nicht angemeldet. Ja. Also dann haben wir einen Christoph, einen Christopher und nochmal einen Christopher. Also Team Chris ist stark. Ja, ja, Drei-Mann-Turnier auf jeden Fall. Oha, die Batterie. Sorry, Jungs. So. Jetzt haben wir das natürlich leider ein bisschen. Übrigens kann ich euch ein bisschen off-topic, aber ich kann euch sehr den neuen Dune-Film empfehlen. Der war gut. Ich war gestern im Kino. Im Cinemax? Im Cinemax. So ist es. Und ich kann. Aber es ist doch eigentlich. Ich habe letztes Mal in der Arbeit gesprochen, ja, mit meinem Chef und so. Ja. Und der meinte, dass es halt übel unverschämt teuer ist. Geworden ist. Ich weiß nicht. Meinst du das auch, oder? Also, eine Karte 15 Euro. Ja. Und dann haben wir jeder nochmal für 10 Euro Popcorn. Und. Geil. Okay, Let's View ist jetzt tot. Goodie. Für 10 Euro Popcorn und Cola gekonsumiert. Ja, also bist du schon als Erwachsener 25 bis 30 Euro weg für einen Kinoabend. Das waren früher maximal 10. Schon teuer geworden. Schon teuer. Naja. Ja, ja. Ja, da kriege ich auch manchmal fast ein Computerspiel für, an dem ich auch 30 Stunden dran sitze. Aber, oh Gott. Aber der Film war sehr, sehr empfehlenswert, sehr, sehr geil. Und es gibt, glaube ich, Filme, die lohnen sich in der Größe. Und der ist schon sehr, sehr, sehr bildgewaltig und richtig, 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 richtig cool. Aber ich sehe gerade, mein Handy hat sich verabschiedet.
Und ich glaube, das ist heute sogar ein relativ guter Grund, Schluss zu machen, weil ich habe auch den ganzen Tag schon etwas Kopfschmerzen. Es tut mir leid. Jetzt kann ich auch gar nicht in Discord angucken. Ich schau mal. Ich komme jetzt aber an und nichts reingestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schau mal ganz kurz rein, ob da schon was drin ist. Es ist auch noch gar nichts drin. Dann machen wir das alles auf nächste Woche. Mir geht's heute leider nicht so super gut. Übernächste Woche. Entschuldigt. Dass ihr dann wartet und auf nächste Woche streamt. Nee, nächste Woche kein Stream, nächste Woche Leoben. Vielen Dank, dass ihr wieder alle da wart. Es hat mir Spaß gemacht, aber heute bin ich nicht ganz so fit. Ich merk's irgendwie. Ja, vielleicht ist das Wetter auch, weil es ja wieder Wetterumschwung und so. Das kann auch sein. Es ist, wie es ist. Mir geht's auch nicht schlecht, ich werde auch nicht krank, aber manchmal ist man nicht so fit, ne? Vielen Dank, dass ihr alle wieder da wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und wir sehen uns alle entweder in Leoben oder in 2 Wochen oder lesen voneinander im Discord und auf. Genau, also ja. Eine Sache wollte ich nur kurz loswerden. Ja. Wenn ihr die im Stream jetzt seid, wenn ihr in Leoben seid und also ich kann jetzt nur von mir sprechen, wenn ihr mich seht irgendwie, kommt gerne ran auf dem Rad und so, gerne. Also ich bin jetzt gerade irgendwie am Zocken und ist irgendwie unpassend, aber ansonsten bin ich immer gerne für einen Ratsch und für einen Schmatz auf jeden Fall zu haben. Ja, ich freue mich auch, wenn wir uns alle mal sehen. Auf jeden Fall, könnt ihr auf jeden Fall rankommen und quatschen, ist kein Thema. Mache ich immer gerne. Ja, ich gebt, auch. Ich nehme Stifte mit, falls einer Autogramm will. Genau, der Ray gibt immer Autogramme bei uns. Ja, fetten Edding nehme ich mit. Ja, genau. Nee. Perfekt. Alles gut, dann das wollte ich bloß nur kurz. Ah ja, gut, dass du es noch gesagt hast. Wir freuen uns alle, wir freuen uns immer. Genau. Dann. Wunderschönen guten Abend. Ciao, ciao. Tschüss, schönen Abend euch.